Die Eurogames 2024 sind erfolgreich beendet und es bietet mir die Möglichkeit, mich ganz herzlich zu bedanken beim Organisationsteam, vor allem aber bei den 4000 Sportlerinnen und Sportlern aus 50 Nationen, die zu uns nach Wien gekommen sind, um hier sehr sportlich, friedlich ein großartiges Ereignis gemeinsam zu begehen. Und es waren phänomenale Spiele, egal ob das in der Prater Hauptallee war oder am Sportplatz des FC Stadlau oder auch in der Halle Kagran. Es war ein starkes, sportives Erlebnis, aber es war vor allem, und das ist der zweite für mich so wichtige Teil, es war ein friedliches Miteinander mit einem deutlichen Zeichen, dass das Miteinander in unserer Stadt Wien gut funktioniert, dass Inklusion gelebt wird und dass wir ein sehr gutes Einvernehmen pflegen mit einer sehr bunten Community, der deutlich macht, dass von Wien aus dieses Signal ausgehen soll, des friedlichen Miteinander und dass wir auch unsere Community sehr schätzen und es auch schätzen, dass sie im internationalen Zusammenhang hier kooperiert. In diesem Sinne danke ich für die gute Zusammenarbeit, dass Sie Wien gewählt haben als Austragungsort und freue mich schon auf die Eurogames das nächste Mal in Lyon. Alles Gute, Glück auf!